Hat mich richtig gefreut, als ich die Info bekommen habe, dass hier ein toller Artikel über mein Buch Bullshit Rules drin ist im Für-Sie-Magazin. Schon so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen Ritterschlag, ja, aber es ist, glaube ich, das älteste oder eins der ältesten Frauenmagazine in Deutschland. Erscheint seit den 50ern. Große Auflage, ganz, ganz toll. Und da haben die hier Bullshit Rules abgebildet, 7 Regeln, die Sie sofort vergessen sollten. Regeln, die sind dazu da, gebrochen zu werden, heißt es so schön, tatsächlich kann es uns im Leben voranbringen, öfter mal aus der Reihe tanzen. Und dann haben Sie hier eben 7 Bullshit-Regeln aufgezeigt, die Sie wahrscheinlich ja so ein bisschen auch in Abstimmung aufs weibliche Publikum. Rede nur, wenn du gefragt wirst. Talent setzt sich durch. Sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vergiss nie, wo du herkommst. Zeig keine Schwäche. Eigenlob stinkt. Schwimm gegen den Strom. Alles halt Bullshit-Rules aus dem Buch heraus. Und ich glaube tatsächlich, dass Frauen, das habe ich auch im Buch selber geschrieben, dass Frauen auch so ein bisschen mehr damit zu kämpfen haben, mit diesem Bullshit-Rules-Thema, also mit diesen negativen Glaubenssätzen, dass Frauen immer noch ein bisschen braver, immer noch ein bisschen besser erzogen sind, immer noch ein bisschen besser angepasst sind, durchaus auch eben so diese, wie nennt man das so, diese Angepasstheit an die Community haben, ne? Also das heißt, Frauen reden ja auch übereinander sehr schlecht teilweise. Und diese, wie nennt man Stutenbissigkeit? Also, das ist schon arg. Das habe ich auch schon öfter von Frauen gehört, dass Frauen untereinander eben auch wirklich grausam sind, auch gegenseitig sich sehr stark bewerten und so weiter. Und dann kann das natürlich dazu führen, dass du dir im Leben entweder selber solche Regeln eingeredet hast oder sie wurden dir im schlimmsten Fall noch im Elternhaus eingeredet. Das tut man nicht, das macht man nicht und sei brav und rede nur, wenn du gefragt wirst. Und stehen nicht immer im Mittelpunkt und was weiß ich. Und das kann natürlich wirklich negativ sein. Also nicht nur auch Karriere, sondern es kann einen ja auch psychisch so richtig mitnehmen, wenn man immer nur an die anderen denkt und immer nur den Fokus nach außen richtet, anstatt einfach zu fragen, was will ich eigentlich, was ist eigentlich mir wichtig und warum sollte es mir nicht eigentlich egal sein, was irgendwelche Menschen oder im Zweifel Frauen über mich sagen und denken. Also diese Zugehörigkeit, dieser Wunsch danach ist sehr stark, aber ich finde es ja auch toll, dass in solchen Magazinen immer mehr auch so etwas ja, gepredigt wird von wegen, ne, mach dein Ding und achte auf dich selbst und jetzt mal Zeit für dich und all solche Dinge, finde ich gut und hoffe auch, dass da so eine neue Generation ranwächst von selbstbewussten Frauen, die sich das nicht mehr so zu Herzen nehmen, sondern mehr so ihr Ding machen. Ne? Sieht man ja jetzt auch so auf politische Bühne, habe ich auch viele tolle Beispiele jetzt gesehen, auch viele junge Damen, die in den Bundestag eingezogen sind, etc. Also das sind ja alles positive, gute Zeichen, die sich dann nicht mehr verbiegen und verstellen, sondern einfach ihr Ding machen. Weil Frauen haben großartige Qualitäten, und die kann man ja auch ausspielen. Ne?